Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Zerberster und Zerbersterinnen. Wichtige Info, bevor es losgeht mit dem Video. Jetzt gerade, wo ihr dieses Video schaut, startet auch auf www.twitch.tv/gtimetv ein großer 24-Stunden-Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr nach dem Video direkt dazu einschaltet. Wir werden Craft Attack spielen und wahrscheinlich mit dem Bau von Hohenair beginnen. Dazu gibt es dann gleich mehr Infos nach dem Intro. Let's start again. Wie erwähnt, soll es heute mit dem Bau von Hohenair losgehen. Die Baupläne dafür stehen auch schon auf dem Bauserver, wie auch immer ich ihn jetzt nennen soll, bereit. Das Problem ist aber folgendes, Leute, und zwar, ich komme momentan nicht auf dem Bauserver drauf. Da ist irgendwie so ein Whitelist-System und dieses Whitelist-System denkt sich die ganze Zeit, nö, Kevin, du brauchst hier nicht auf unseren Server kommen. Und deswegen, da muss ich erstmal gucken, dass die Jungs vom Bauteam da heute dann das regeln. Das kann also sein, wenn wir um 10 Uhr loslegen, ich noch nicht sofort mit dem Bau starten kann. Ich werde aber gucken, dass es heute im Livestream, im 24-Stunden-Livestream losgeht mit dem Bau von Hohenair. Aber wir werden natürlich nicht nur Craft Attack spielen, liebe Freunde, ja? Es wird auch andere Games geben, wie zum Beispiel Sea of Thieves. Wenn ihr das Video gestern gesehen habt, dann habt ihr ja schon mitbekommen, ne, wie der liebe Klim gesagt hat, so, yo, Kevin, ich wäre sogar mit dabei, dann zocken wir zusammen ein bisschen Sea of Thieves und so. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn der liebe Klimmy-Boy mit am Stissel ist. Und wir holen uns jetzt mal hier ein paar Blumen noch raus von. Und deswegen, also wenn ihr Bock habt, schaltet ein. www.twitch.tv/gtimetv wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil werden. Wenn ich jetzt auf den Bauserver gekommen wäre, hätte ich euch sogar die Baupläne mal gezeigt von Hohenair. Aber ich komme ja, wie gesagt, leider nicht drauf. Deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber sobald das geht, im Livestream werden wir uns dann daran wagen und werden mit dem Bau loslegen. Und ich möchte mich auch nochmal im selben Zuge bei euch bedanken, Leute, für mittlerweile über 2000 Abonnenten auf dem Kev's Kitchen Kanal. Finde ich eine super, super krasse Sache. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, so ja, vielleicht schaffen wir so locker die 1000 Abonnenten. Und jetzt sind es mittlerweile schon 2000 und wir gehen immer mehr in Richtung 3000 Abonnenten. Also das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich heftiger Support von eurer Seite. Dafür nochmal ein riesengroßes Dankeschön, Leute. Das ist nicht selbstverständlich, so eine Unterstützung zu bekommen. Vor allen Dingen, vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der durch den lieben Klimmy-Boy auf den Kanal gekommen ist. Also dafür auch nochmal Dankeschön, dass ihr den Kanal anscheinend auch supportet. Und ich bin gespannt, wirklich. Also das allererste Video auf dem Kev's Kitchen Kanal wird natürlich eins sein, wo ich die Küche vorstelle, die wir jetzt neu bekommen haben. Was ist denn heute mit meinem Mikrofon hier los, verdammt nochmal? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich glaube, da ist irgendwie ein kleiner Wackelkontakt gewesen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das erste Video, was auf dem Kev's Kitchen Kanal kommen wird, wird ein Video sein, wo ich quasi die Küche mal vorstelle, in der wir ja werkeln werden, weil die wird uns wahrscheinlich die nächsten Videos sehr, sehr viel begleiten. Ich glaube nicht, dass ich in nächster Zeit eine andere Küche haben werde oder so. Und ich habe ja extra für in der neuen Wohnung jetzt die Küche, die wir haben, quasi darauf ausgelegt, dass ich dort sehr geile Videos, also Kochvideos aufnehmen kann. Und dann will ich euch natürlich auch unser Kochdomizil oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, vorstellen. Und ich bin echt auf euer Feedback gespannt. Ich bin gespannt, wie euch die Küche gefallen wird und vor allen Dingen letzten Endes, wie euch die Kochvideos gefallen werden. Ich sag mal so, ich denke nicht, dass ich von Anfang an die überkrassesten Kochvideos produzieren werde, also von der Qualität, vom Schnitt her und so, dass man Videos geliefert kriegt, die irgendwie wie Kochvideos aus dem Fernsehen aussehen, ja, weil ihr müsst immer eins im Hinterkopf behalten, ne, ich bin jetzt halt kein Fernsehsender und ich habe auch nicht so das Budget wie ein Fernsehsender, dass ich mir mal eben die teuersten Kameras und alles leisten kann, aber ich sag mal so, wenn der Kochkanal natürlich über die Zeit hinweg Support erhalten sollte und finanzielle Mittel abwirft und ich die Möglichkeit habe, da mich auch weitestgehend weiterzuentwickeln, dann werde ich das definitiv tun, ne? Also ein wichtiger Aspekt für mich ist, relativ schnell die Qualität des Kanals, also der Videos und so, immer so gut es geht zu verbessern. Das heißt also, die Einnahmen von dem Kanal, das ist das Gute. Muss man einfach an der Stelle sagen, oh, ich baue das lieber so. Das Gute an dieser, an der Sache ist halt, ich habe schon gut funktionierende Kanäle, meinen Gaming-Kanal und meinen Livestream. Und dadurch kann ich alle Einnahmen, die ich quasi mit dem Kochkanal erziele, erstmal dafür nutzen, einfach sie wieder in den Kochkanal zu reinvestieren, um mir zum Beispiel bessere Kameras zu holen, besseres Kamera-Equipment, das heißt neue, wie nennt man es jetzt hier, nicht Linsen,
Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, die Aufsätze für die Kamera. Meine Güte, ihr seht schon, ich kenne mich da also echt, ich muss auch sagen, ich kenne mich da noch nicht so krass aus mit den ganzen Kamerasachen. Objektive, genau, die Objektive für die Kamera. Genau, da ist nämlich auch eine Sache, da werde ich wahrscheinlich mich mal mit irgendjemandem Skate, Dustin, also Riol oder so, mal in Verbindung setzen und mal von denen Feedback holen, was für Objektive gut wären. Ich habe eine Canon 70D, das ist ja so damals so eine der Standardkameras gewesen, die dann später YouTuber, die ein bisschen bessere Qualität bei den Vlogs bringen wollten, genutzt haben. Und die wird, denke ich, auch für den Anfang erstmal reichen. Aber wie gesagt halt, also da werde ich bestimmt auf kurz oder lang aufstocken müssen und wollen. Je nachdem vielleicht sogar gucken, dass ich mir einen Kameramann suche, der mir hilft, damit wir da wirklich geilen Shit produziert kriegen. Ja, ich sag jetzt mal geilen Shit, ja, im positiven Sinne. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir da so ein bisschen aufstocken und dann, wenn das geschafft ist, dann Vollgas, ne? Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, Leute. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wie die Videos ankommen werden. Und bin auch sehr, sehr motiviert. Ich glaube, das merkt man auch. Wir haben gestern das erste Mal, habe ich gestern in der Küche gekocht schon mit unserem Induktionsherd und so. Oh Leute, es war einfach wunderbar. Es war so schön, endlich mal was frisch gekochtes zu essen, statt irgendwas Bestelltes. Ach, ich habe die Brickstones vergessen. Egal. Nicht so schlimm. Ich wollte jetzt sowieso erstmal nur hier einen Grasblock hinsetzen, damit hier erstmal über die ganze Sache Gras wächst. So, und dann gehen wir nämlich jetzt hin. Ich kann, glaube ich, hier auch noch ein paar Grasblöcke hinsetzen, ja. Ich mache das hier schön voll. Dann müssen wir mal gucken. Ich werde hier oben so einen Rahmen drum bauen noch. Und dann müssen wir jetzt die Brickstones holen. Dann können wir nämlich die Verkleidung hier drum herum setzen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es hingeht mit dem Kochkanal. Ich habe keinerlei Ahnung, ob die Sache irgendwie daneben gehen wird oder ob sie nicht Anklang finden wird, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Sache keinen Anklang finden wird, weil ich finde schon, dass das jetzt sehr viele Leute sind, die sich da anscheinend sehr für interessieren. Ich glaube, sonst hätten nicht so viele Leute rein abonniert. Man muss ja einfach mal sagen, stellt euch mal vor, ihr würdet bei null mit so einem Kanal anfangen, 2000 Abos. Ich glaube, ein manch anderer, der wäre richtig froh, wenn er 2000 Abonnenten auf YouTube hätte. Und das finde ich persönlich schon sehr, sehr krass. Also da, ich finde es einfach echt heftig. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so krass durch die Decke geht. Und wie gesagt halt, ich bin echt gespannt, wie die ersten Videos so, was die für einen Anklang bei euch finden werden. Also ich werde auf jeden Fall frei Schnauze am Anfang erstmal kochen und vor allen Dingen versuchen, mit etwas simpleren Rezepten zu beginnen und nicht direkt was zu Komplexes machen. Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass der ein oder andere von euch bestimmt auch Bock hat, das ein oder andere Rezept mal nachzukochen. Und deswegen ist es dann, glaube ich, nicht so ratsam, da direkt irgendwie mit so komplizierten Dingen zu beginnen, wo ihr dann nachher sagt, boah, nee, ey, das ist mir echt ein bisschen zu aufwendig oder zu komplex nachzukochen. Und deswegen, also wie gesagt, ne, werden wir da gucken, dass wir da so ein bisschen, ja, bisschen einfachere Gerichte am Anfang erstmal machen. Dann haben wir gedacht, man kann gucken, dass man so ein bisschen selbstgemachte frische Pizza oder so mal macht, ne. Dann haben ganz viele Leute gefragt, ob ich nicht mal das Lasagne-Rezept zeigen kann. Wobei, ich habe ja schon mal gezeigt, wie man die Bolognese macht. Aber ich glaube, ich werde von der Bolognese auch nochmal ein neues Video machen, was dann in der neuen Küche gemacht ist mit besserer Qualität und allem drum und dran. Müssen wir mal schauen, Leute. Also da wird sich auf jeden Fall einiges ergeben. Ich verlinke auch nochmal den Kochkanal in diesem Video, unten in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der bis jetzt noch immer nichts davon mitbekommen hat und sich gerade freut zu hören, dass es einen Kochkanal gibt und dass es da auch demnächst losgehen wird. Deswegen also, dann verlinke ich euch den nämlich nochmal hier und dann können noch die Leute, die es vielleicht noch nicht getan haben, den Kanal abonnieren. Und ja, dann seid gespannt. Wie gesagt, das erste Video, was kommen wird, wird ein Video sein, wo ich die Küche ein bisschen zeige und vorstelle, die wir jetzt haben. Und vielleicht mal ein bisschen so die Arbeitsgerätschaften, die ich mir gekauft habe für die Kochvideos. Und ach, das wird geil. Also wie gesagt, das Gute ist halt einfach, ich kann alles, was ich mit dem Kanal erstmal verdiene, wieder in den Kanal investieren, weil das ist halt einfach der Vorteil, dadurch, dass ich jetzt einen Gaming-Kanal habe, der gut läuft. Ich bin halt nicht darauf angewiesen, dass ich mit dem Kanal übelst viel Geld verdiene. Ich sag mal, den einzigen Verlust, den ich mit diesem Kanal erstmal machen könnte in dem Sinne, wäre einfach ein Zeitverlust. Aber ich will ja sowieso langsam anfangen. Das ist auch eine Sache, die erwähne ich hier extra jetzt nochmal. Warum sind hier eigentlich Pilze? Warum zur Hölle? Ich möchte ich möchte am Anfang erstmal gucken, dass ich ein Video pro Woche raushaue. Ich will mich damit echt nicht übernehmen. Das habe ich schon ein paar Mal erklärt, weil ich habe so ein bisschen meine Bedenken, wenn ich jetzt anfange, so richtig auszurasten auf dem Kochkanal und sage, ja, ich möchte jetzt jeden Tag ein Kochvideo bringen, jeden Tag auf dem Gaming-Kanal Videos und auf dem Kochkanal. Der Kochkanal soll wirklich auf Qualität gehen und das ist nämlich das Nächste. Ich will mich da auch nicht unter Druck setzen lassen, dass ich irgendwie hingehe und jeden Tag ein Video hochlade, nur damit der möglichst ein hohes Wachstum und so in kürzester Zeit kriegt. Mir ist wichtig wirklich, dass die Videos, die kommen,
möglichst eine gute Qualität haben. Und gute Qualität, das werde ich nicht hinkriegen, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade. Weil ich streame jeden Tag, ich lade jeden Tag Gaming-Videos hoch oder zumindest ein Gaming-Video. Wobei, es soll ja ab Montag wieder losgehen mit den Hightail-News. Es tut mir auch leid, dass die so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Habe ich aber schon mal erklärt, warum das jetzt die letzten Tage so war. Werdet ihr dann auch nochmal in Kürze erfahren, wenn wir nämlich jetzt mit dem kompletten Kram fertig sind und ich die Roomtour mache und alles in der neuen Wohnung. Dann werde ich da auch nochmal ein bisschen zu erklären. Und dann, werdet ihr da so ein bisschen Einblicke kriegen, warum das Ganze auf der Strecke geblieben ist. Ich würde es definitiv nicht schaffen, Leute. Definitiv nicht. Deswegen, also, ich glaube, es ist schlau, sich da nicht zu übernehmen. Ah, sieht sehr geil aus. Ich glaube, da können noch ein paar Seelaternen hin, Leute, damit das schön ausgeleuchtet ist. Aber die Ecke sieht schon richtig nice aus. Das gefällt mir richtig, was wir hier gebaut haben schon. Und, ja, dann werden wir sehen. Wir gucken erstmal, wie es am Anfang läuft mit einem Video pro Woche. Und das soll wirklich gut geschnitten sein und alles. Und wenn das wirklich gut funktioniert und ich irgendwann merke, so, yo, ich würde auch 2 Videos pro Woche locker schaffen, dann kann ich das ja immer noch machen. Also Videos aufstocken können wir immer noch. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich euch jetzt am Anfang große Versprechen mache und sage, yo, da wird jeden Tag ein Video kommen und das wird mega geil und so. Und dann eine Woche oder 2 Wochen schaffe ich das durchzuhalten und danach bin ich auf einmal komplett psychisch im Eimer, weil ich einfach kaum Schlaf kriege oder so und sage dann, yo Leute, sorry, Kochkanal wird nichts, das schaffe ich so nicht in dem Volumen und ich mache nur noch ein Video pro Woche, dann werden ganz viele Leute direkt angenervt und würden sagen, ja, du hast aber gesagt, du machst so und so viele Videos, weil ich weiß ja noch nicht mal, wie anstrengend das wird, ein Video pro Woche zu machen. Da müssen wir einfach mal schauen, Leute, wie gut das funktioniert und wenn das gut klappt, dann können wir ja nachträglich immer noch aufstocken, was das angeht. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Ihr könnt mir ja dazu auch gerne mal Feedback in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, yo Kevin, ich finde das persönlich auch besser, wenn du erstmal sagst, du fängst damit klein an, weil ich habe ja nichts zu verlieren, Leute. Ich habe ja meine Gaming-Kanäle, ne? Dafür sind sowieso die meisten Leute jetzt erstmal hier und ich kann das doch in ganzer Ruhe anfangen aufzubauen. Da muss ich mich ja nicht unter Druck setzen oder irgendwie mir selber Stress machen, weil, wie gesagt halt, man kann ja immer noch im Nachhinein hingehen und sagen, yo, im Nachhinein, ich mache einfach ein bisschen mehr noch als geplant ursprünglich. Wenn man merkt, da ist auch mehr drinne vom Zeitvolumen her, dass man einfach mehr schaffen würde. Ich glaube, wir setzen hier auch noch eine Seelaterne rein, weil hier wollte ich eigentlich auch noch Pflanzen hinsetzen. Jetzt habe ich die natürlich alle weggetan. So, dann fliegen wir ganz kurz hier rüber. Zack. Und dann setzen wir hier eine rein. Und da. So, und jetzt ist das Ganze sogar noch ausgeleuchtet. Jetzt sollte das noch besser zur Geltung kommen. Ja, sehr geil, Leute. Das sieht doch richtig gut aus. Ich bin richtig stolz, was wir hier hinten schon geschaffen haben. Und dann würde ich auch sagen, Leute, das wäre es auch heute von der Folge gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Denkt dran, jetzt gerade www.twitch.tv/gtimetv, 24-Stunden-Livestream. Da können wir auch noch mal ein bisschen über den Kochkanal quatschen, wenn ihr Bock habt. Wir werden mit Craft Attack beginnen. Solange wie ich nicht auf den Bauserver komme, werde ich hier weiter die Umgebung schöner bauen. Und sobald ich auf den Bauserver komme, wo die Vorlage von Hohenair ist, werden wir wahrscheinlich heute auch mit dem Bau von Hohenair im Livestream beginnen. Ich habe ja gesagt, ich werde das in dem Video auf jeden Fall ankündigen. Ich hoffe, dass ich heute auf den Server draufkomme. Ich will jetzt nicht versprechen, dass wir mit dem Bau loslegen. Das hängt jetzt alles davon ab, ob wir das hinkriegen, dass ich auf diesen Server drauf komme, weil da ist irgendein Fehler, dass er mich immer wieder vom Server runterwirft. Und wenn das klappen sollte, dann werden wir auf jeden Fall Hohenair anfangen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr von meinen Gaming-Videos verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und wer Bock auf Kochvideos hat, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Kochkanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!